Das ZSC1 TV-Update wird präsentiert vom Hotel Meiringen, das moderne, gediegene Hotel mit den persönlichen Noten im Herz der Schweiz. ZSC1 betreibt am heutigen Abend sehr viel Aufwand, trotzdem schaut gar nichts raus. Sie verlieren gegen den HC Davos gerade mit 0:3 und so steht es neu 2:1 in der Serie für die Davoser. Ja, die Fans die sind natürlich auch enttäuscht, denn es war eigentlich ein sehr gutes Spiel. Das Einzige, was gefehlt hat, waren wirklich Goal. Da sind die Interviews. Total enttäuscht. Ich dachte, jetzt haben sie 40 Minuten so gut gespielt und kein Goal gemacht. Ich dachte, am Schluss lange es noch. Aber am Dienstag sind wir wieder da. Sie haben Druck gemacht, es war gar nicht schlecht, aber einfach, es ist nie eine reingefallen. Katastrophale Schiedsrichterleistung der ersten 40 Minuten, müssen wir nicht darüber diskutieren. Auf der anderen Seite muss ich aber auch sagen, mit unseren Chancen, die wir haben, da muss einfach sein, dass das andere Goal rein. Da wo es clever nach 1-0, macht hinten zu, macht Konto. Es hätte nicht sollen sein heute. Es ist so ein Tag, sie hätten noch 5 Stunden können spielen, sie hätten sie nicht gemacht. Zum Strahlen ist der heutige Abend nicht. Aber es war ein spannender Match und ich glaube, es muss positiv denken. Wir haben gesehen, am letzten Dienstag ist das auch wieder anders rausgekommen. Mal, wir gewinnen Davos oben. Hey, Davos hat zweimal zu Zürich gewonnen, wir gewinnen Davos oben, dann kehren wir es noch einmal zu Zürich und dann ist die Sache gelaufen. Fans sind zwar enttäuscht, aber immer optimistisch. Die nächste Chance gibt es ja schon an diesem Samstag in Davos. Wie es beim Patrick Bertschi aussieht, das haben wir ihn gerade nach dem Spiel gefragt. Patrick Bertschi, wir haben extrem viel Aufwand betrieben, aber es hat einfach irgendwie kein Goal gegeben heute für uns. Ja, das ist richtig. Wir sind eigentlich gut rausgekommen, wir sind unglücklich in den Rückstand gegangen und konnten Druck erzeugen, wie wir wollen. Und sie hat nicht rein wollen. Wir haben extrem viel Druck eigentlich gemacht und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass über 60 Minuten hätte einfach endlich mal den Böcki gehen. Aber wie ist das eigentlich so auf dem Eis? Wie erlebt man das? Ja, ich meine, es ist wichtig, dass man nicht verzweifelt, dass man weitergeht und abhackt und führen schaut. Und, wir haben probiert, wir haben alles vorgeworfen und anstatt 1-1 war es dann eine blöde Strafe und 2-0 kam. Und trotzdem denke ich, wir haben weiterhin, ich habe nicht rückmachen bis zum 3-0, nachher ist vielleicht ein bisschen ein Bruch gekommen. Wie ist es eigentlich so psychologisch, wenn so, du kämpfst immer und er geht einfach nie 2-0, 3-0, kann man sich da eigentlich mental noch irgendwie über Wasser halten? Ja, eben, auf jeden Fall. Es ist wichtig, dass man dranbleibt und sich immer wieder sagt, weiter, sie geht schon rein, sie geht schon rein. Und ich bin überzeugt, wenn man weiter so spielt, dass sie auch wieder reingehen. Sehe ich auch so. Es geht ja am Samstag schon auf Davos. Das Spiel heute hat sehr viel Energie auch gebraucht. Wie ist das Fitnesslevel? Ja, ich meine, das ist Playoff. Es ist immer ein harter Kampf über 60 Minuten. Nachher gilt es, sich gut zu erholen und wieder parat zu sein, wenn es losgeht. Das ist der Patrick Bertschi und am nächsten Samstag in Davos, da braucht man also nur noch eins und dann gelingt es, das nötige Glück. Wir sehen uns am nächsten Dienstag wieder hier im Hallenstadion. Bis dann, eine gute Zeit und hopp, ZSC!